Die meisten Börsenexperten und Finanzmarktspezialisten äußern sich oftmals aus fundamentaler Sicht zu den Märkten und über das, was gerade geschieht. Und Sophia Wurm, die jetzt bei mir ist von der Commerzbank, ist technische Analystin. Und da ist es natürlich mal besonders interessant zu erfahren, was denn die Charts im Moment eigentlich so anzeigen. Vor allen Dingen zunächst mal, was die Situation am Gesamtmarkt betrifft. Also insgesamt ist die Situation am Aktienmarkt weiterhin als positiv zu bewerten. Wir haben in den USA weiterhin einen Markt, der sehr, sehr gut läuft. Da können sich die deutschen Aktien zum Beispiel weiterhin gut anschließen. Und ich glaube, was mit Blick auf 2014 durchaus interessant ist, ist die Verbesserung in Südeuropa. Spanien, Italien erholt sich ganz, ganz deutlich. Das sind Dinge, die auch in den letzten Jahren nicht stark gelaufen sind. Da sollten Anleger sich durchaus mal umschauen. Abgesehen von Europa, abgesehen vielleicht auch vom deutschen Aktienindex, wenn wir in die Welt hineinschauen, Japan, China, vielleicht auch die Vereinigten Staaten von Amerika, gibt es da auch Interessantes zu entdecken derzeit? Also USA bleibt ein großes Thema, die entwickeln sich sehr, sehr gut, auch über weite Branchen, sowohl Technologie als auch die klassischen Sachen entwickeln sich da sehr, sehr gut. Japan muss man so ein bisschen gucken, das hängt sehr, sehr stark an der Wechselkursentwicklung und auch an der Notenbankpolitik. Da tut sich im Moment nicht so viel, also in dem Umfeld, auch China tut sich unheimlich schwer, die Währung in Emerging Markets auch eher etwas schwächer, insofern eher der Blick in Richtung USA oder auch Europa aus meiner Sicht. Aber könnten nicht gerade diese ja, etwas dämpfenden Momente aus Asien, die Sie gerade auch ansprachen, auch ein bisschen der gesamten Situation an den Weltmärkten zu schaffen machen? Durchaus, da muss man sehen, diese Länder wachsen trotzdem weiter. Auch China hat ja weiterhin ein sehr, sehr hohes Wachstum. Sie haben eine Bevölkerung von über 1 Milliarde. Das hilft der Welt global trotzdem. Wir erwarten ein globales Wachstum von etwa 3%. Das ist durchaus gut. Auch die USA sollten eher stärker wachsen als jetzt in den letzten 1-2 Jahren. Das ist auch ein großer Wachstumsmotor. Von daher insgesamt die globale Konjunktur eher so ein bisschen auf dem Weg der Erholung eigentlich. Ich höre heraus, dass Sie für die Aktienmärkte sehr zuversichtlich eingestimmt sind im Jahr 2014. Was machen wir denn aber mit den anderen Anlageklassen? Viele interessieren sich vor allen Dingen auch für die Edelmetalle. Wird es eine Renaissance des Goldpreises möglicherweise geben können? Das deutet sich aus technischer Sicht ganz ehrlich noch nicht an. Man muss einfach sehen, Gold hat eine ganz tolle Entwicklung hingelegt. Wir haben im Jahr 2001 Kurse von 260 US-Dollar gehabt. Jetzt ist das gestiegen bis fast auf 2000 Dollar im vorletzten Jahr. Und diese Bewegung ist abgeschlossen. Im Moment sehen wir zwar eine Stabilisierung, aber mehr ist es noch nicht. Also da würde ich wirklich dazu raten, noch ein bisschen zu warten mit neuen Investments. Sophia Wurm würde sich also hauptsächlich auf Aktien konzentrieren, dabei durchaus vor allen Dingen Europa und auch den DAX im Blick behalten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Erläuterung. Danke, Sophia Wurm. Gerne.